Hallo und willkommen zurück bei My Sims Kingdom. So, wir sind in der letzten Folge hier gelandet auf der Insel Candy Palooza. Die scheint auch schön klein zu sein und übersichtlich. Und ich würde sagen, wir verschaffen uns mal einen Überblick über die Insel, was es hier alles so gibt. Und da sticht mir gerade ins Auge hier diese zwei kleinen Inselchen. Da würde ich doch direkt gerne mal schauen, ob wir da hinkommen. Also machen wir das doch mal direkt. Das sieht nämlich fast danach aus, als wenn wir das könnten. Jawohl, da habe ich auch schon eine Schatzkiste entdeckt. Sehr schön. So, und hier auf der Seite gab es doch auch nochmal ein Inselchen. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Ne, da kommen wir nicht hin. Schade, schade. So, gucken wir mal. Ah, hier gibt es also endlich Birnen, die wir ja auch noch brauchen, für eine Schriftrolle fertigzustellen. So, was wächst denn hier so an den Bäumen? Auch wieder Birnen. Und Musiknoten. Okay, hatten wir zwar schon mal. Aber macht ja nichts. So, dann schauen wir mal, was es hier alles so gibt. Wer bist du? Du brauchst unsere Hilfe. Wir kommen später. Keine Panik. Wir helfen dir schon noch. So, hier gibt es noch ein Pusteblümchen. Jo, hier haben wir den Dancefloor. Was sagt uns dieser Weg? Können wir hier lang? Finden wir da irgendwas noch? Nein. In der Ecke? Auch nicht. Okay. Gucken wir mal, was haben wir denn hier oben? Mit Bühnen kennen wir uns ja auch. Oh cool, hier habe ich auch schon wieder so eine Pflanze entdeckt, die es überall versteckt gibt. Sehr gut, sehr gut. So, die Boxen, das sieht mal wieder nach ganz viel Strom aus. So, und das war es dann auch schon, denke ich. Größer ist die Insel tatsächlich nicht, wenn ich das richtig erkannt habe. Oder ich habe noch irgendeinen Zugang nicht richtig gesehen. Ah, hier haben wir noch eine Schatzkiste. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Mach auf. Lass uns mal schauen, was da drin ist. Ein paar Outfits haben wir noch dazu bekommen. Okay. Ich gucke nochmal gerade auf die Karte. Genau, mehr gibt es tatsächlich nicht. Hier stand diese nette junge Dame, die Hilfe benötigt. Hier ist der Dancefloor. Da geht's hoch auf die Bühne und hier befinden wir uns gerade. Ja, da scheint eine kleine schnucklige Insel zu sein. Dann würde ich sagen, bieten wir doch mal dem Ersten, lasst mich mal vorbei hier, unsere Hilfe an. Wir starten mit dem. Das ist Zack. Oh, seid ihr hier, um mir zu helfen? Cool. Natürlich, habe ich doch gerade gesagt. Nochmals, danke für eure Hilfe. Ich bin Candys größter Fan, wisst ihr? Und ich will sie nicht enttäuschen. Das verstehe ich nicht. Bist du jetzt ein Fan oder ein Roadie? Beides. Aber der Titel Showproduzent ist mir lieber. Außerdem bin ich Präsident des offiziellen DJ Candy Fanclubs. Wie können wir denn helfen? Das Equipment ist schon auf der Bühne. Aber wir haben keinen Strom. Könnt ihr euch darum kümmern? Mit Strom kennen wir uns aus. Elektrik ist unsere Sache. So, hier ist also der Generator. Na, geh mal nicht zu nah dran, Marshwin. So, wir müssen also wahrscheinlich jede einzelne Box verbinden. Genau. Ich würde sagen, dann gehen wir dann von hinten an die Boxen dran. Wir gehen ins Baumenü. Einfach mal ausprobieren. So, ab in die Stromabteilung. Gehen wir erstmal hier lang. Zack. Und zack. So. Okay, wir müssen also die... Ja, wir gehen komplett hinten rum, würde ich sagen. Passt das? Ah, ich glaube, da kommen wir gar nicht hinten rum. Weil hier hinten der Anschluss
ja außerhalb des Baubereichs liegt. Das ist natürlich echt doof. Das habe ich jetzt beim ersten Mal gar nicht beachtet, beim Hinschauen. Aber egal, wir kriegen das auch anders hin. So. Zack. Kommt das da an? Das kommt da nicht an, oder? Einfach mal schauen. Nee, das kommt da nicht so an. Aber wir kommen noch gar nicht hier hinten raus aus dem Baubereich, oder doch? So, okay. So, das machen wir mal hier weg. So, jetzt müsste es aber, glaube ich, passen. Und jetzt die Ecke rum. Ich glaube, das passt immer noch nicht. Ist genau der gleiche Mist. Gibt's doch nicht. Okay, dann starten wir vielleicht einfach mal woanders. Zack. So. Ich stelle mich jetzt wahrscheinlich richtig blöd an, aber da müsst ihr durch. So. Das passt aber, glaube ich, immer noch nicht. Das vielleicht? Nein, ein langes vielleicht? Wie weit geht das? Na, schon wieder zu weit. Lange gehen dann zwei kleine, ist ein langes. Das kann es also nicht sein. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Das passt schon wieder nicht. Das geht auch schon wieder vorbei. Ja, wir gehen die Sache einfach mal andersrum an. Wir starten erstmal hier. Ob das wirklich dann so clever war, wird sich dann noch zeigen. Geht man hier aus dem Weg, Leute? So. Binden wir die Sachen doch einfach mal alle. Ich glaube, das passt auch nicht so wirklich, wie ich mir das gedacht habe. Ja.
Leute, geht doch mal hier weg. So. Passt das jetzt wenigstens? Das große ist zu lang. Ja, super. Und das wird jetzt wieder zu kurz sein. Oh Mann. Was machen wir denn falsch? Gibt's doch nicht. Das ist es auch nicht. Versuchen wir es doch einfach mal hier mit der Stereoanlage. Kann doch nicht sein, dass ich hier schon an meine Grenzen stoße. Himmel. So. Zack. Zack. Na, immerhin, das scheint zu funken. Na, bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Ja, Chaka. Okay, das war erstmal wohl nur unsere Aufgabe. Dann gehen wir mal dahin. Cool, jetzt haben wir wieder Strom. Danke für deine Hilfe, Marschin. Okay, das war die Aufgabe. Wir sollten noch gar nicht die Boxen anschließen. Okay, okay, okay. Na, dann machen wir mal hier eine Runde DJ. Yeah, Party People. Wir haben auch wieder eine Figur gefunden. DJ-Figur, DJ Candy-Figur. Okay, muss reichen. So. Ich würde sagen, in der Folge haben wir auch nicht mehr allzu viel Zeit. Deswegen gehe ich noch ein paar Birnen suchen. Dann haben wir nämlich eine Schriftrolle wieder voll. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann wohl nochmal an den Boxen versuchen müssen. Bin mal gespannt, wie grausam das für euch werden wird, wenn ich mich hier wieder blamiere. So, Schriftrolle fertig. Jo, Lindsay, gib her. Ein Geschenk von König Ronald. Ronald. Super, genau, wieder Baublöcke. So, dann gucken wir uns doch mal an, was das für Baublöcke sind. Ach, die können wir hier so erstmal gar nicht sehen. Schauen wir mal hier rein. Die müssten ja dann hier sein. Okay, was genau verstehen wir unter Baublöcke? Ah, hier, Baublöcke. Ein Würfel, Kantholz. Oh je, okay. Scheiben, Bretter, Würfel, Kurvenblöcke, verschiedenes. Okay, bin mal gespannt, inwiefern wir das noch alles brauchen werden. So, aus dem Baumodus raus. Hatten wir sonst noch irgendwas, was wir machen können? Wir haben schon mal eine Billardkugel gefunden. Wo war das? Sind die etwa auch hier auf dieser Insel versteckt? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Eine Billardkugel, ich sag mal, gepflückt zu haben. Auf jeden Fall schürfen können wir hier nicht. Aber angeln können wir. Okay, aber was wir hier jetzt weitermachen, wie wir die Stromproblematik lösen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, ciao!